Herzlich willkommen zurück und dies ist nun der zweite Teil vom Livestream vom 18.06.2021. Den ersten Teil habe ich schon bereits hochgeladen. Wenn ich dran denke, werde ich ihn in die Infobox oben rechts packen. Und dann viel Spaß beim Zugucken. So, mal gucken, was ich sonst noch so habe. Oh. Worauf habe ich gerade denn so unbedingt Bock? Eins weiß ich, ich werde es auf jeden Fall kreativ spielen oder so kreativ wie möglich. Was könnten wir denn mal spielen? Oh, mal gucken. Dafür habe ich jetzt nicht. Ja, das habe ich schon lange nicht mehr gespielt. Aber so mal. Auch so mal. Mäh. Meh. Ich hab keinen Bock zu schwitzen, Satisfactory. Dann ist die Grafikkarte so heiß und ich schwitze jetzt schon in meinem Zimmer. Nein, danke. Und das Spiel habe ich größtenteils im Moment für den Moment durchgespielt. Okay. Nicht unbedingt. Nee, nö. Ha. Oh, was können wir spielen? Ja, also gehen wir in das Ganze. Was? Das ist bescheuert. Das da brauche ich nicht neu ändern. Warte mal, ich muss mal eben etwas vorsetzen. Ich muss mal eben. Ein schnelles Durchsuchen ergibt kein schlechtes Spiel. Ich wundere mich nur, dass es hier Action ist. Wenn ich hier gleich mein Ding ändere, dann steht da Action drin. Ich weiß nicht, ob das Action ist. Also ehrlich jetzt. Wie sieht es eigentlich auf Twitch aus mit dieser? Bevor ich überhaupt da war. 80% der Leute einfach gar nicht mehr erkannt so. Ach. Sei still. Danke.
Oh, das Ganze wird mit T geschrieben. Wieso ist das ein Action und ein Shooter? Das ist alles nicht. Ich weiß nicht, was die da geplant haben. Darin hat auch niemand in den letzten 60 Tagen gestreamt. Ich weiß nicht, ob ich da reinstreamen will, ne? Ja. Ach. Ich finde blöd, für das Spiel, was ich spielen will, gibt es keine Kategorie. Ach, Mello. Das bescheuert. Das ist bescheuert. Und mit bescheuert meine ich bescheuert. Ah. Stimmt, das könnte man auch spielen. Warte mal. Such mal was. Ich muss mal eben mich muten. Ich sollte mich auch am besten entmuten. Ihr habt gerade was gehört, ne? Das ist meine Vorbereitung auf ein Spiel. So. Falls ihr irgendwas im Hintergrund hört, tut's mir leid, aber das ist mein Ventilator. Ansonsten schwitze ich mich hier halb tot. Ha, ich habe so viele Spiele, die ich spielen will. Ha. Ha.
Wir gehen mal nach in die Rhein-Main-Region und da suchen wir uns mal ein perfektes Stellwerk aus. Die Vorteile, wenn man sich muten kann. Ha. Oh, Mainz. Hab schon mal öfters mal gespielt. Die Frage, was machen wir jetzt? Ganz früh oder eher früher Nachmittag? Morgen wird wahrscheinlich mehr los sein von der S-Bahn her. Macht oder fahren die S-Bahn noch im Viertelstundentakt? Ich nehme später. So, jetzt müsste es gleich. Das da. Das da ist viel zu groß. Ich muss mal eben alle Autos einschalten. Ihr seht gleich was, keine Sorge, ich muss es nur mal eben anpassen. So. Das ist bescheuert. So, jetzt. Ah, Scheibe. So. MZ604. Jetzt solltet ihr gleich sehen. Ah, bitte. Und wir sind voll im Element. 604 nach Bingen möchte nun eine Auswahl erhalten und bekommt sie auch. Hier das Ganze wird jetzt grün und schaltet sich durch. Da ich hier als einziges drin bin, kann ich auch alles direkt komplett ein. So. Auf M34 steht ein Zug nach Bingen und der möchte bitte einmal nach 11 in 5 Minuten. Dann warten wir damit noch. Ein 1B möchte aber. Okay, dann kann der jetzt schon rüber, weil der ist nichts blockiert. 10 und. Bis die Fahrstraße steht. Vorzeitige Abfahrt, go ahead. Aus Bingen bekommen wir den Zug nach Bischofsheim über Gleis 601 weiter nach 4. Das wäre dann direkt durch. Und zwar 4a. Gut, durchgehen. Auf der 1b haben wir einen Zug, der nach 12 im Gleis 12MZ über die 35 geht. Dort heißt für mich, also das ist dieses Ding, dann das Ding. Dann 35. Gut. Das Ding steht fest. Wir bekommen einen aus Oppenheim. Und zwar den RB 1842. Und diese möchte dann einmal nach 6a. Heißt für mich, ich gehe einmal hierhin, muss dann dahin gehen und dann habe ich die Möglichkeit, hier eine Fahrstraße hinzulegen. Jo, danke. Vor allem, ihr seht nicht das Komplette. Ach, ihr seht nicht das ganze untere.
Sieht nur bis hier, weil ich das nicht richtig Vollbild habe. Blöde. Moment, das kriegen wir hin. Zack. Und dann brauche ich noch mal eben OBS oben drüber. Ha. So. Warte mal. Wo haben wir es? Da haben wir es. Jetzt können wir das Ganze auch noch ein bisschen kleiner machen. Gut. Passt. Ach, das kleine bisschen Überschuss, das ist absolut. Wir bekommen was auf dem After-Cost-Time. After-Cost-Time, 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 das. Irgendwas will er für mir. Ja, LC. LC will er was von mir haben. Und zwar nach 8. 8 kann ich dir geben, bitte. Einmal F11. Um den Zug anzunehmen. Und dann einmal ihn direkt so hoch wie möglich zu nehmen. Danke, der Abzweig-Kostheim. Abzweig-Kostheim nach Bingen. Über die Gleise 604. Und da hält er bitte. Beziehungsweise fährt durch, wenn er die Zeit hat. Der 2023 darf erstmal weiter. Zack. Weiter. Nach Bischofsheim und der geht dann über die 4a. Okay. Der hängt dem RB hinterher. Uff. Und das da. Wohin will der RB Zug? Ich weiß gerade nicht die Nummer. Was war Bischof? Das da. Der ist plus 3 und der möchte dann weiter über die 403. Heißt, wir gehen nach hier und dann weiter nach hier und dann fährt er weiter nach Bischofsheim. Go ahead. Dann einmal das hier Auto fürs Grün. Wir können F7 drücken und eine automatische Fahrstraße einrichten lassen. Muss ich jetzt noch einmal legen und dann wird es auch mal automatisch gelegt, wenn ein neuer Zug kommt. Dann einmal das Ganze rübergesetzt. 43,69, genau. Sobald der Zug hier die Weichen paxiert hat, bekommt dieser Zug schon die Ausfahrt. Ausfahrt gelegt. Der IC hängt hinterher. Das Ding kann schon raus, weil wir gerade keinen Extrazug haben. 1B wartet weiterhin auf die Abfahrt, macht das aber nicht ohne eine Bereitschaft. Von der 35 gehen wir dann bei auf die 12. Komischerweise ist da kein Bahnsteig. Von der 12 rangieren wir dann zurück zur 35 und machen da dann einen Wechsel. Machen da dann einen Wechsel. Fahren dann zurück, aber aufs Gleis 2. Und dann fahren wir durch die 602 und die 881 nach Bingen weg. Interessanter Fluchtlauf. Das heißt, der Zug fährt einmal nach da, fährt einmal nach da, fährt einmal nach da, fährt einmal nach da und dann rast er nach Bingen. Interessant. So, auf. Nächste Abfahrt. Gleis 5a. RB 38559 nach Oppenheim. Erwartet Abfahrt. Abfahrt kann gewährt werden. Zack, ab nach Oppenheim mit dir. Einmal Ebene 15, eben bevor sie nach Wiesbaden übers Gleis 3. Das kriegt man aus dem Gleis raus direkt. Perfekt. Zack, zack, zack. Und dann weiter nach Wiesbaden. Das heißt für mich, du gehst darüber, dann darüber, wirst du rübergeleitet, dann bekommst du hier die Fahrstraße rübergestellt und fährst dann weiter nach Wiesbaden. So, nächstes Gleis 6.
to Bingen. Departure 1424. Okay, dann ist das halb so wild. Dann dauert das noch einen Moment. Von oben nach Oppenheim. Von Gleis 6a. Abfall um 19. Das dauert noch ein bisschen. Also muss ich das sonst einfach mit eben. Gut. Ich weiß nicht, was das war gerade. Mein OBS hat sich einfach geschlossen. Das war interessant. Aber ich freue mich, dass Twitch da super war. Wir haben da ein wunderschönes Bild eingeblendet. Ach Mist. Nach Bischofsheim, das heißt rüber, Folge weiter in dem Zug hinterher, der B hinterher. Folge weiter deinem Zug hinterher, hinterher. Die 403 hat Abfahrt und das ist absolut wild. Passt. Nächstes. MZ8 in 2 Minuten nach Esle. Das kriegen wir hin. Das kriegen wir sogar ohne große Betriebsblockierungen hin. Wir leiten das so außen am Bahnhof entlang, dass dieser Zug kaum eine andere Fahrstraße belegt, die von essentieller Wichtigkeit wäre. Das ist der Vorteil von dem Zug. Dann einmal die 35 nach Gleis 12, bitte. Ja, gerne doch. Fahrstraße belegt ein. Nach 12. MZ8, das wurde, da hat sich Putzi schon drum gekümmert. Du darfst vorzeitig abfahren und schon mal dich nach Gleis 12 reklimatisieren. Das da steht fest, dass das so. Ach, ich muss übrigens das noch ganz einrichten. Als erstes, der kommt Direktionsraum, dann kommt Asley, dann kommt Bingen, dann kommt Mainz-Bischofsheim, dann kommt Oppenheim, dann kommt Wiesbaden. Fahrdienstleitung und alles andere braucht man nicht. Und dann sind wir zurück. Dann, mal. Das. So, Södele. Und Mainz, Bischofsheim. Da oben geht's raus und da unten. Hä? Toll, interessant. M3A nach Wiesbaden. Fahrstraße steht schon. Also, es ist absolut. MZ6A. Also, wir bekommen gerade einen Zug, einen IC aus. Der bekommt höchste Prio. Als erstes geht er über die 402 nach 3. Ja, kann man machen. Nach 3B, F4. Wir warten, bis der Zug raus ist. Danke, jetzt kann er nämlich durchrasen. So, der La Gott. Next 6A. Nach Oppenheim. Gut, einmal das Außengleis, bitte. Ab für eine Minute Fahrstraße links ein. Einmal nach Oppenheim, bitte.
Aus Bingen bekommen wir eine MRB. Die möchte nach 34 über 5B. Okay, interessant. Und der fährt über 601 und hält da sogar. Okay, zack, zack, weiter geht's. Zack, einmal sofort raus, dann haben wir nämlich die Fahrstraßen frei. Zack, 6B nach Bingen, Abfahrt 24, das dauert noch zu lange, das würde noch ein paar Fahrstraßen blockieren. Dann einmal weiter geht's. Die 2026 ist fertig. Okay. Jetzt bist du erstmal so weit fertig, dass wir sie bis dahin drei leiten können. 2026 hat eine Abfahrt um 20 und ist plus 1. Ich glaube schon fast plus 2. Aber das heißt, sie will weiter nach Bingen und das heißt eine sofortige Ausfahrtslegung für den Zug, damit er sofort abgefertigt werden kann. Zack, und weiter geht's. Ah. Das war blöde. Das muss ich nochmal wegnehmen. Das muss ich nochmal zurücknehmen. Denn ich glaube, vorher geht die 6B raus. Und es ha. Eschwach. So. Schaudle. Wir bekommen jetzt aus Bischofsheim. Interessant. Einmal, er ist 8 nach Wiesbaden. Übers fantastische Gleis 1. Damit kann man aber auch da lang. Oder da runter. Da kann man schon ein bisschen vorhelfen, manche Weichen stellen. Und schon mal ein bisschen vorsorgen, dass das Ganze läuft. Es ist 20. Nächste Abfahrt, zumindest nach dem Momentumplan, ist die MZ6B. Das heißt, der Zug wird garantiert hinter diesem Zug sitzen. Und dadurch, dass der nach Bingen geht, genauso wie sein IC-Kumpel, leiten wir sie auf die gleiche Strecke und ab da laufen sie dann automatisch. So. Gut. MZ3B. Darf schon sofort wieder raus. Fahrstraße steht auch schon. Also. Gott. Versucht Verspätung wettzumachen. Als erstes. Aus Wiesbaden bekommen wir einen Zug nach Oppenheim. Über die MZ. N. Nice. Das heißt, wir blitzen ihn da wieder weg. Die 57er. What? Der will hier oben hin. Der blockiert mir einmal komplett alle Gleise. Toll. Also echt toll. Ja. Was ist danach sein? Danach ist es sein Wille, dass er nach in 8 durchfährt, um dann in der 423. Der Zug ist pünktlich. Warte mal. Der Zug ist pünktlich. Ich habe sonst kein Durchfahrtsgleis. Ich kann auch nicht sagen, dass ich diesen Feld ausfallen lassen will. Ha, blöde. Hey, F5. Bitte nicht. Bitte mach mir gar keine Fahrstraße rein.
Und wir haben es 8 aus Wiesbaden nach Bischofsheim. Ja, gut. Das da. Und wir sind so nett und planen das schon mal. Und ja, wir müssen sogar hier das zurücknehmen, damit die Fahrstraße gebildet wird. Jetzt. Ah, jetzt. Ja. Gut, also wir planen diese Strecke schon mal vor. Das wird garantiert nicht schrecklich enden. S8 weitergeht, ist das ist schon weiter geplant. Bis da und da geht's, wird es automatisch weiter expandiert. Die S8 davon, die geht nach Gleis 4. Das ist aus dem unteren Strang nicht möglich. Das heißt, die Brücke geht mir auch noch das Ausfahrtsgleis Richtung Bingen. Haha. War toll. Ich liebe es. Bin seit einer Stunde live. Nach Stunde 8. Hey, noch 0,8 Stunden live, dann bin ich bald schon mein ganzes Leben einen Tag lang live. Kann ja auch in mein Resümee schreiben. Warte mal, setz mal da die Fahrstraße hin dann. Falsches. Das da, F1. Ich habe die Fahrstraße und F1 für die Fahrstraße, dann wird diese Fahrstraße so bald wie möglich gesetzt. Das da beachten wir. Das da beachten wir. Jeder Flankenschutz soll gewährleistet sein. Einmalig. Und zack, zack, go ahead. Noch 5 war das. B nach Wiesbaden. Zack, 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 zack. Zack, zack, zack. Zack. Appenheim, er bietet mir mal wieder einen Zug. Ein Zug nach Wiesbaden, der durchrattert. Toll. Zack. Dann. Einmal B. Durch den Bahnhof. Zack, zack. Hooray. Hat. Ich guck mir gerade im Gegenzug hier. Ja, ich brauche noch mehr Follower. Streamer an 7 verschiedenen Tagen. Toll. Habe im Durchschnitt 3 Zuschauer. Sind wir insgesamt 8 Stunden lang nur ungefähr 3. Ach, toll. Ja. Ich habe noch nicht mal erreicht eine Community. Ich bringe dazu 5 Zuschauer gleichzeitig im Chat zu nehmen und erreiche 50 Follower. Hey. Warte mal, wieso haben wir
Rump. Ach, das habe ich gar nicht geändert. Warte mal. Ist es im OBS geändert? Ach Mist. Moment. Papers, please. Nein. Es war just chatting. Und der Stellwerker ist hier. Der Stellwerk ist hier und ich sehe, wie alles runtergeht. Ist hier am Versagen. So. Und go ahead. Also, jetzt haben wir es geändert. Ja, da das Ganze über die 4 zu leiten, machen wir gerne. Zack, einmal weiter und dann die 403. Ja, okay, kriegen wir auch irgendwie realisiert. Go ahead. Nächstes, die 57. Die 57 möchte weiter nach Oppenheim, also geht sie raus. Über Gleis 8, über diese Gleisverbindung. Nach da, weiter nach Oppenheim. Go ahead. Dann weiter geht's. Einmal alles durchbringen, was. Einmal alle Eingänge überprüfen, ob da Züge stehen. Nee, gut, passt. Was zieht eigentlich durch Gleis 1? Das weiß ich gerade nicht. Ja. Warte mal, falsch. Stellwerker ist am Versagen. Ah, bitte. Jetzt sieht's besser aus. Ist hier am Versagen. Hihi. So, dann einmal das Ganze so. Oh, einmal. Ich bearbeite im Hintergrund noch ein bisschen was meiner Dinger, aber perfekt. Oh, 30 auf die 11. Ja, einmal nach Bingen bitte. Ja, kriegen wir auch hin, dich darüber zu setzen und dann weiter durch die Landschaft bis zum Anschluss Bingen. Bingen bekommen wir eins nach Z90 auf Slice 8. Das kriegen wir auch hin. Zack, das können wir hier als erstes mal rübernehmen. Dann können wir es hier hoch rübernehmen. Oder können wir es nach Gleis 8 legen. Einmal eben 11. Gleis 11 erwartet Ausfahrt, hat Gleis 5b erwartet Ausfahrt nach MZ34. Ja. Kriegen wir irgendwie hin. Da musst du warten. Du kommst ein Spessinger weit. Danach sind die Spessinger blöd angeordnet. Denn bis da unten gibt es keinen weiteren Spessinger. Gut für den Lokführer, muss er weniger gucken. Blöd für mich, weil ich ihn da nämlich nicht in kleinen Etappen an den anderen Zug ranführen konnte. Und zack. So, die
Welcher jetzt noch ist das gerade? Da, ICE 1635 53 nach Bischofsheim über die Gleise 4. Zack. Einmal nach da und danach da. Dann haben wir das. NZ 93 nach 8 Abfahrt um 47. 23 war das, glaube ich. Da, MZ 90 um 34. 43, okay, also ist der Zug kommt vorher. Und weil das so abgeschaut. Na, sonst kann ich die 6 nicht betreiben. Blöde Idee. Ich würde es mir hier so dort. Ich schwitze mich hier so dort. Ich weiß nicht. Ja. Oh, immer Kälte. Bester Tipp, einfach einmal das T-Shirt nehmen und immer von einmal von hier weg und rein und rein und rein und rein und weg und rein und weg und das macht super Kälte. 40008 08 nach Wiesbaden. Einmal bitte weiterführen. Zack. Zack, zack. Wiesbaden, go ahead. Ach, also das, ach, einmal denselben, einmal mal in Stream gucken, um zu gucken, wie gut man jetzt Dinge sieht oder nicht oder was oder wie oder wo. Warte mal, da habe ich gerade gesehen, dass ich habe hier gerade einen Zug, nämlich diesen Zug. Ab zwei Kostheim, bitte. Ja, hast du noch eine Vorregel? Nein, okay, dann willst du direkt so deinen Abzweig Kostheim erreichen. Zack, Abzweig Kostheim, bitte. Einmal Abzweig Kostheim, bitte. Dann die 40, 2, 17. Alles Durchfahrt, nur auf der. Nur will sie aber hier oben halten. Auf dem anderen. Ich habe zwei Screens. Auf dem einen spiele ich das Spiel, auf dem anderen gucke ich, wie ich das Spiel spiele. Einundzwanzig, 22, 3. Also ich habe ungefähr so eine 3 Sekunden Latenz. Ja, okay, ist nicht ohne. Ja, stimmt. Ich dachte schon. Jetzt habe ich es falsch. Nein, nächstes. Um auf der 93 um 14:40 nach Gleis 8. Ich sorge dafür, dass der super schnell die 90 erreicht. Zack.
Also haben wir das. Da will was aus Özle. Komm her, du möchtest nach 6. Aber musst du nur noch ein Gleis nach oben. Zack, und kannst dann durchrasen. Was? Das macht keinen Sinn. Ach. Solange sie noch geladen wird, kann ich sehr ohne Panel-TV kauen. Zack, und go ahead. Ich finde das blöd, dass man nicht einfach sagen kann, von diesem Signal zu diesem und dann werden alle Signale durchgeschaltet. Dann wird die logischste Route genommen. Das wäre noch das Beste, was mir gefallen hätte. Moment mal. Ach, ich muss mal eben gerade jemanden suchen. Nein, 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 nein. Nein, 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 nein. Okay. Ach, ich suche gerade bei einem meiner Freunde. Ich glaube nicht, dass der gerade live ist. Also, wo ist er? Na, also ich finde ihn jetzt auf Ad hoc nicht. Ach Mist. Egal. Dann ist das halt so. Egal. Weißt du was? Wir machen das jetzt. Warte, ich muss mal eben einen Übergang erweitern. Übergang in die. Nein. Das da. Pause, Moment. Wir machen das zu. Gut. Zack. Jetzt
Jetzt wollt ihr doch von mir mal eben eine Bewertung. Das Spiel war leicht, Unterhaltung, Fraktur war super. Mich super unterhalten gefühlt. Moment. Jetzt holen wir uns mal eben den Chat wieder vor. Ja. Twitch sagt, ich bin seit einer Stunde 27 live. OBS sagt, ich sei seit 29 Minuten wieder live. Und in den Twitch-Statistiken sage ich 120. Kann man mal machen. Also. Jetzt aber. Wir raiden gleich noch jemanden. Da werde ich gucken, dass wir auf jeden Fall raiden. Gib mal einen Moment. Hep. Hep. Einmal das Ganze nach da setzen. Einmal eben das Doppelschirm. Falsche Bildschirmaufnahme. Warte mal. Eigenschaften. Nein, abbrechen, das war das Falsche. Das da, dann nehmen wir bitte einmal den Bildschirm 1 auf. Und dann suchen wir einfach mal in TS Train Sim World 2, ob wir da jemanden haben. Warte mal. Einmal rüber. Ach. Das wäre unsere Auswahl. Wir haben einmal Dänisch, wir haben einmal Englisch, einmal Deutsch und einmal Englisch. Wir nehmen den deutschen Stream natürlich. Also, zack, muten, Spaß haben. Das ist zwar nicht der TSW, aber ist mir auch egal. Wir nehmen uns das Ganze, Steuerung kopieren und tun jetzt einen Raid an den Channel setzen. Und er lässt sich raiden. Perfekt. Dann, jetzt wirklich, das da, jetzt können wir wechseln. Also, ich bedanke mich fürs Zuschauen. Habt nochmal bei ihm Spaß. Auf der anderen Seite, auf der empfangenen Seite, was wir eben gerade gemacht haben. Nur ist es woanders. Aber hey, macht doch keinen Unterschied. Also, ich verabschiede mich nochmal von euch. Tschüss und auf Wiedersehen.